Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und meinem wunderschönen Hintergrund, den ich nie aufräumen werde. Oh mein Gott, ey. Und das habe ich auch angelassen. Na, ich bin so chaotisch. Okay. Auf jeden Fall, es ist Anfang des Monats. Ich glaube, es haben wieder welche von euch drauf gewartet. Und ja, ich war bei DM, habe wieder eingekauft. Ich habe in letzter Zeit sehr viel eingekauft, muss man dazu sagen. Es gibt wieder eine Verlosung am Ende des Videos. Also bleibt gerne dran. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Ihr kennt ja das Prinzip schon. Ich gehe einkaufen, ihr schaut mir zu, ihr gewinnt am Ende was. Yippee-yay-yay, bestes Format ever. Also, wir haben jetzt hier die Tüte wieder wundervoll voll. Wundervoll voll. Und es ist nicht so viel Kosmetik tatsächlich, denn ich habe bei Douglas sehr viel eingekauft, was Kosmetik angeht. Also, falls ihr wissen wollt, was ich da eingekauft habe, dann verlinke ich euch das gerne hier oben. Und ja, muss dann, glaube ich, auch nicht mehr dazu sagen, warum ich nicht so viel Kosmetik eingekauft habe. Kosmetik. Und ich habe schon wieder den Fehler gemacht, dass ich schon wieder... Mann! Das erste, was ich hier habe, ist von Syos Professional Performance, das keine Ahnung, Komplex. Ein Haarspray mit sehr extrem krassen Halt anscheinend. Das ist 5 von 5 an Festigkeit her, was schon ziemlich heftig ist. Okay, vielleicht brauchen das manche Menschen, ich weiß nicht. Dann habe ich hier von Balea eine Limited Edition und zwar das Duschsalzpeeling Salty Coco mit natürlichem Meersalz, Kokosöl und Jojobaöl. Sehr gut, Jojobaöl soll ja für trockene Haut sehr gut geeignet sein, denn das macht Feuchtigkeit spenden. ASMR ist am Start. Das habe ich auf jeden Fall auch gekauft. Es war noch ein Aufsteller, ich war im OEZ. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die sind. Ich weiß, dass unser DM immer relativ up-to-date ist, aber ich weiß jetzt nicht, wie das beim OEZ war. Ich habe trotzdem alles gekauft, was neu war. Dann habe ich von Bilou etwas gekauft. Und zwar die Made with Love Duschgel Schauergel in der Richtung Blumy Cactus. Und ich finde, dass das richtig gut riecht. Hätte ich nicht erwartet, ich bin ganz ehrlich. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr frisch. Und Bilou, ja, ist schon öfter in meinem Warenkorb gelandet, deswegen... Warenkorb, Einkaufskorb meinte ich natürlich. Dann habe ich hier noch ein Duschgel gekauft und zwar das Love Melon. Damit wurde ich von der DM-Seite zugespammt mit dem hier. Denn diese Melonenreihe ist ja relativ, ja, präsent momentan bei DM. Ja, und das ist eben das Duschgel Love Melon mit Wassermelonenduft. Hat 300 Milliliter, ist wieder eine super süße Verpackung. Riecht extrem süß, aber nach Wassermelone, also... Wer das möchte, ich finde, es riecht so ein bisschen wie, kann es euch nicht ganz genau sagen, aber an irgendwas erinnert mich das, an irgendeine Süßigkeit. Dann schauen wir mal weiter. Wir nehmen einfach mal das Größte, was hier drin steht. Und zwar ist das das hier. Und zwar sind es von Balea Beauty Drink mit Hyaluron. 20 Trinkampullen, Schönheit von innen. Das Ding ist extrem schwer, also wirklich schwer. Und das sind insgesamt 500 Milliliter, 20 Ampullen je, 25 Milliliter. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem ganzen Beauty von innen Zeug halten soll. Aber ich mache das jetzt mal auf, denn ich will wissen, wie diese Ampullen aussehen. Und da das wahrscheinlich an Betty geht, weil die schon große Augen gemacht hat, als ich es gekauft habe, ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich es aufmache. Also die Ampullen schauen dann so aus. Ja, ich schätze mal Ex und Hop. Nahrungsergänzungsmittel mit Kupfer, Biotin, Vitamin C und Hyaluronsäure. Also ein Vitaminbooster, auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu einem der wenigen Sachen, was Beauty angeht. Und zwar hat der DM im OEZ einen eigenen kleinen NYX-Store. Und da waren die hier dabei. Und zwar ist das wohl eine neue Shade von dem California Beaming Bronzer. Und zwar ist das jetzt die 02, The Golden One. Und ich finde den wirklich, wirklich schön. Schaut eben so aus. Und ich glaube, zu meinen... dass da leichte Schimmerpartikel drin sind. Also es ist kein matter Bronzer. Dann habe ich noch etwas für die Lippen gekauft von Balea. Einmal die Lippenpflege Red Berry Splash mit fruchtigen, erfrischendem Beerenduft. Und ja, das ist eine Limited Edition. Und eine Lippenpflege kann man immer gebrauchen. Übrigens, ich habe es euch im Douglas angekündigt, dass ich diesen Weißlippenstift im nächsten Video benutzen werde. Ey, man merkt die Null. Und der schaut so gut aus. Ah! Kleiner
Ding nebenbei. Dann schauen wir mal, was noch drin ist. Und zwar haben wir hier wieder von Balea das Aloe Vera Gesichtsspray mit Hydrokomplex für normale und Mischhaut. Also für mich nicht geeignet, aber es ist neu. Und es soll eben feuchtigkeitsspendend sein mit Aloe Vera. Richtig cool. Aloe Vera ist halt wirklich super, wenn man irgendwie trockene Haut hat oder ähnliches. Deswegen finde ich das hier ziemlich cool und es ist mal keine Metallsprühdose. Das ist auch mal ganz toll eigentlich. Wobei Plastik nicht unbedingt besser ist. Und dann haben wir hier, ihr wisst, kein DM-Haul ohne einen Nagellack von Essie. Einen Nagellack in der Farbe 630 Take Delete. Und ich finde, dass das so eine wunderschöne Farbe ist. Ach Gott, ich bin ja eh so ein Blau-Fan. Und ich habe ja nicht genug Essie-Nagellacke. Dann schauen wir weiter. Und zwar habe ich hier eine Maske von Balea. Und zwar ist es die Berry Smoothie Maske. Und die ist für jede Haut antioxidativ wirkende Powerformel mit Cranberry-Extrakt umpflegend. Richtig cool. Masken gehen immer. Ich glaube, ich brauche es nicht oft genug sagen, dass ich die auch sammle. Die hier, das sind die Brow Pen Pro Superproof von Catrice. Und zwar sind es die Augenbrauenstifte, die mal eine LE waren und ich so traurig war, als ich keine mehr bekommen habe, weil ich finde, dass das zum Auffüllen, also zum wirklich drüber gehen, die besten Augenbrauenstifte sind. Der hat hier eben so eine Tropfenform, vielleicht könnt ihr es sehen, und ich liebe die Dinger, ich liebe die Dinger. Und ich war wirklich so traurig, dass die aus dem Sortiment genommen wurden und jetzt habe ich mir gleich zwei davon gekauft. Dann haben wir hier noch von L'Oreal eine Mascara, und zwar ist es die Bambi Eye False Lash Mascara. Ich finde die wirklich interessant. Die hat auch ein, ja, so ein relativ normales Bürstchen, würde ich sagen. Und die Verpackung finde ich halt wirklich cool mit diesem komplett Silber. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Und dann habe ich mir hier noch von Trend It Up etwas gekauft. Ich habe doch mehr Kosmetik als erwartet. Also, hey, yo, Beauty ist am Start. Woo! Von Trend It Up den Contouring Gleitkajal in der Farbe 115. Das ist hier so ein lilaner Kajalstift, denn ich habe keinen lilanen Kajalstift und ich wollte einen und deswegen habe ich ihn gekauft. Macht auch Sinn. Ich habe ihn gerade runtergeworfen, falls man es gesehen hat. Und dann habe ich nur noch zwei Sachen. Und das war es dann auch schon. Und zwar habe ich hier einmal noch eine Tuchmaske von Balea. Und zwar ist es die Rich Goji Maske mit Vitamin C und Goji Beerenextrakt, spendet intensive Feuchtigkeit für jeden Hauttyp geeignet. Und ja, das ist wieder eine LE. Tuchmasken mag ich sowieso lieber als diese Gelmasken. Und dann habe ich noch von Maybelline New York einen Lippenstift. Und zwar ist das die Farbe 295. Peppercorn Blaze mit einem Satin Finish. Das ist der hier. Und ich lasse den aber zu, denn ich habe genug Lippenstifte und ihr könnt euch dann denken, warum ich den dann zulasse. Und ja, das war jetzt quasi ein Schnelldurchlauf von all den Neuheiten, die ich bei DM gekauft habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir auch zu der Verlosung. Ich blende euch wie immer ein, was ihr gewinnen könnt. Und es ist auch wie immer das gleiche. Erstmal hier Daumen nach oben da lassen, dann Abonnent dieses Kanals sein. Ich prüfe das nach. Und dann auch noch einen Kommentar schreiben. Einfach einen netten Kommentar. Wenn ihr was Nettes zu sagen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann nehmt ihr auch schon teil. Und ja, ich würde sagen, wir belassen es dann dabei. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dann!